Die Ministerpräsidentin hat gemäß § 85 Absatz 3 noch einmal um das Wort gebeten. Insofern ist dann auch entsprechend die Beratung wieder eröffnet. Die Ministerpräsidentin hat das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, mir ist es sehr wichtig und der ganzen Landesregierung, dass wir unsere Themen im Land hier sehr breit und auch kontrovers und konstruktiv debattieren. Dazu betreiben wir alle sehr viel Aufwand. Ich glaube, dass man es zum Beispiel gerade in der Corona-Pandemie sehen kann. Man könnte auch die Verordnung direkt am Dienstag nach der MPK-Schalte in Kraft setzen. Wir machen sehr viel gemeinsame Vorbereitungen. Wir machen heute eine Sondersitzung, morgen MV-Gipfel. Das ist alles wichtig und richtig. Und genauso ging es uns mit der Stiftungsidee. Wir waren von Anfang an dafür, dass wir diese Sachen transparent allen vorlegen. Das haben wir heute getan. Energieminister Pegel hat sich heute auch in der Fraktion der AfD bemüht. Ja, und wir sind unter Zeitdruck. Das hat auch Gründe. Das hat Gründe des Sanktionsrechts der USA, das wir leider nicht in der Hand haben. Und da haben wir natürlich auch jede Zeit genutzt. Denn unsere Aufgabe ist, zum Wohle des Landes zu handeln. Und ich muss wirklich sagen, dass ich alles gut in diesen Debatten abkann. Was ich aber nicht in Ordnung finde, ist, dass die Geschäftsordnung missbraucht wird, sich einer offenen Debatte zu entziehen. Und das, sehr geehrter Herr Weber und Herr De Jesus Fernandes. Ein Moment bitte, Herr Professor Weber, es reicht jetzt langsam. Herr Professor Weber, ich erteile Ihnen jetzt einen Ordnungsruf. Es steht Ihnen nicht zu, das zu kommentieren, was die Ministerpräsidentin hier ausführt. Ein Moment, Herr Professor Weber, auch das steht Ihnen nicht zu. Das können Sie mir gerne sagen, aber das haben Sie nicht in dieser Debatte zu sagen. Frau Ministerpräsidentin, Sie haben das Wort. Und Herr Professor Weber, ich erteile Ihnen jetzt einen Ordnungsruf. Herr Weber, es tut mir außerordentlich leid, dass ich Ihr Ego damit verletzt habe, dass ich den Doktortitel vergessen habe. Für mich ist das nicht so entscheidend. Das war nicht böse Absicht. Aber ich weiß ja, dass Sie auf Leute, die das nicht haben, hinabgucken. Das unterscheidet uns. Und deswegen, sehr geehrter Dr. Weber, wenn es Ihnen jetzt besser geht, sage ich das gerne so. Herr, sehr geehrte beide Abgeordnete der AfD, Sie haben versucht, sich jetzt einer offenen, parlamentarischen, demokratischen Debatte zu entziehen, indem Sie nämlich gar nichts gesagt haben in dieser Debatte, keine Ihrer kritischen Anmerkungen und uns nicht mehr die Möglichkeit geben, als Landesregierung darauf zu reagieren. Und das finde ich nicht in Ordnung. Erst recht nicht, wenn man dann noch nicht mal den Mut hat, sich an einer Abstimmung zu beteiligen. Das ist in meinen Augen feige. Und das zeigt, mit welchen Mitteln Sie arbeiten. Sie versuchen, demokratische Mittel zu benutzen, um letztendlich ihre Sachen letztendlich hier durchzubekommen. Und das, sehr geehrte Damen und Herren, möchte ich Ihnen ungern durchgehen lassen. Und ich möchte vor allem auf Ihre Argumente eingehen. Ich habe schon bei der Corona-Debatte darüber hinweggesehen, dass Herr Förster seinen Redebeitrag genutzt hat, mehrfach mit Unterstellung und Falschbehauptung zu arbeiten. Zum Beispiel der Unterstellung, wir würden ja die Rostock einfach niedrig halten, indem nicht viel getestet wird. Ja, Sie haben es ganz elegant gemacht, man vermutet. Und ich könnte noch so viel erzählen, so viel darüber, dass Sie zum Beispiel nur daran denken, ob Sie krank werden und nicht, dass Sie auch noch einer behandeln muss. Und ähnlich war es jetzt eben auch hier. Und jetzt deshalb zu zwei Argumenten. Herr Weber sagt, wir machen die Stiftung und haben nicht als Land den Mut, die Fertigstellung der Pipeline mit einem Landesunternehmen zu betreiben. Ich sage Ihnen, was passiert, wenn wir sowas machen würden. Dann würde, weil wir nicht amerikanisches Sanktionsrecht in der Hand haben, die Gefahr bestehen, dass nicht nur die Landesregierung, sondern mehr Teile des Landes sanktioniert werden. Und ich glaube, so weit kann bei allem guten Willen für eine Ostsee-Pipeline auch das Land Mecklenburg-Vorpommern nicht gehen. Deswegen hat uns nicht der Mut gefehlt, sondern Verstand, mit unseren Aktionen dafür zu sorgen, dass es keinen Schaden für das Land gibt. Das ist der Grund, Herr Weber. Und Ihre persönlichen Vorwürfe gegen die drei Personen, die hier Verantwortung übernehmen, die weise ich zurück, Herr Abgeordneter.
insbesondere was... Ich bin jetzt schon bei dem anderen Abgeordneten. Sie haben unterstellt, dass es hier Vorteile geben kann, und ich sage es Ihnen hier ganz deutlich. Solche Unterstellungen gegenüber allen drei handelnden Personen finde ich unmöglich. Ich habe alles dazu heute gesagt. Und ich sage Ihnen auch, insbesondere gegenüber dem Ministerpräsidenten AD. Man kann, dass Sie sowieso andere Meinung sind, ist klar. Aber Erwin Sellering hat viele Jahre alles dafür getan, um sich für dieses Land einzusetzen. Und jetzt zu unterstellen, dass er oder andere hier Vorteile hätten, das ist unmöglich. Die gehen ein Risiko ein, weil Sanktionsrisiken gibt es die ganze Zeit. Und die Stiftung mit ihren handelnden Personen geht vielleicht Sanktionsrisiken ein. Und damit tun diejenigen viel mehr, als sie ihr ganzes Leben für dieses Land tun werden. Und jetzt sage ich mal ganz deutlich, diese Dinge, die Sie anderen unterstellen, Vorteilsnahme und andere schmutzigen Sachen, können ja nur daher kommen, dass Sie vielleicht so handeln würden. Wir nicht, Herr Abgeordneter. Und ich will Ihnen sagen, und so wie Sie hier auftreten, dass Sie Ihre Bedenken, Ihre Fragen, Ihre andere Position, die völlig legitim wäre, nicht hier in der Debatte einbringen, sodass auch noch mal Fraktionen darauf eingehen können, sodass wir als Regierung vielleicht erklären können, dass Ihre Vorschläge massiven Schaden für unser Land bedeuten würden, dass Sie sich dem entziehen und am Ende hier nur stehen wollen, mit Ihrer Meinung, mit Ihren wieder teilweise falschen Behauptungen, Ihren puren Unterstellungen. Das ist die Methode Trump. Das ist die Methode, die der Demokratie schadet. Das ist die Methode, die einem Land schadet. Und deswegen kann ich nur uns allen anderen wünschen, dass wir uns immer wieder dagegen stellen. Vielen Dank allen anderen Abgeordneten für Ihre fairen und konstruktiven parlamentarischen Beratungen. Das ist der Weg, den ich mir weiter für unser Land wünsche. Herzlichen Dank. Applaus